Reisende, was passiert mit ihm? Zavala, wir sind zurück und dann... Ja, so wie es aussieht, ist Gaul etwas eskaliert. Ja. Aber wir wollen ihn immer noch aufhalten. Die Allmacht ist aufgehalten vorerst. Aber der Reisende ist noch in Gefahr. Und, ja. Dann wollen wir mal, hä? Habt ihr noch andere Pläne? Okay. Wo müssen wir hin? Da unten. Okay. Hüter, bist du noch da? Uns geht es gut, aber der Reisende. Deshalb sind wir hier, um diesen Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Cora und ich nähern uns dem Treffpunkt. Kate ist schon da. Wir nutzen den Wächsteleporter, um zum Reisenden zu gelangen. Wenn wir es soweit schaffen. Wir geben Deckung. Willkommen zurück, Hüter. Freut mich, dass du dabei sein kannst. Die Rotlegion hat diese Energiebarrieren aufgestellt, um uns in die Falle zu locken. Ich kann mich ins Netz einschleusen und es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Gib mir eine Sekunde. Mr. Exotics bei uns. Ein Mann aus meinem Clan, der sich einfach mal dazu geschummelt hat. Okay. Sehr schön. Oh mein Gott. Ich will ihm mal schreiben. Huch! Scheiß Caps. So. Du bist... Oh Mann, ich kann nicht schreiben. So, weiter geht's. Mal gucken. Ah, wo müssen wir denn hin? So. Dann wollen wir mal kurz hier ein Heildings aufstellen. Und dann mal mit dem Schwert ein bisschen wetzeln. Geht weg. Bisschen kompliziert, wenn man hier spontan alles regeln muss. So, weiter geht's. Das ist noch so ein fetter Typ. Bewegung, das Ding schließt sich gleich. Shit. Die Barriere steht wieder. Ich muss mich wieder ins System hacken und sie deaktivieren. So, weg mit dir. Gut. Sehr schön. So, was ist das für ein Typ? Hier noch eine Phalanx. So. Ah, diese Musik im Hintergrund, mega gut. Den schaffen wir auch noch. Na komm raus! Trau dich! So. Alles so dramatisch. Ja, dann mal rein da. Verstanden. Wir sind gleich beim Treffpunkt. Kate, ist der Teleporter aktiv? So, den haben wir auch erledigt. Ja, passt. Ich wusste es. Lass nie einen Kate Allen Hawthorne Job machen. Das habe ich gehört, Poncho. So, weiter geht's. Oh mein Gott. Ah.
So wie ich gelesen habe, ist das hier die letzte Mission, also. Dann lass mal die Welt retten. So, ich habe ja gute Hilfe hier bei mir. Cool, ein Helm hat der Typ. So, machen wir mal die Granate hier fliegen lassen. So, wunderbar. Der Typ geht schon gut ab. Ich brauche kaum noch was machen, weil der einfach viel mehr Macht besitzt als ich. Dann haben wir es ein bisschen leicht. Oh mein Gott, sind das viele. Warte, ich bin dran. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen schnetzeln. Oh, verdammt. Das war ein bisschen doof. Machen wir fix den Wiedereinstieg. Das hätte auch ganz anders enden können. Hier ist noch eine. So, und schnell weiterlaufen. Und noch weiter. Wo ist er, mein Kumpel? Da ist er. Ah, genau, er ist ein Titan. Er hat den Captain America Skill. Sehr geil. Boah, der ist auch heftig hier. Der Kampf. So. Geht ja aufs Finale zu. Das schaffen wir doch, hm? Ah, oh. Sehr gut. Los geht's. Noch ein Schritt weiter. Das ist sehr cool. Ah. Das schaffen wir doch, oder? Das ist so, ich bin so voll in diesem Spiel, dass ich kaum moderieren kann. Das ist echt nicht leicht, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim reinen Zugucken alleine schon, weil es ist einfach ein Feuerwerk der Effekte. Und immer wieder schön mit anzusehen. Na, was ist hier los? Nichts? Okay. Gut, dann nehmen wir mal wieder eine andere Waffe. Wir haben ja nicht mehr so viele Gegner hier. Ach, da. Er sagt mir gerade, ich soll ihm später den Link schicken. Auf jeden Fall mache ich das. Super gut. Weiter geht's. Oh mein Gott. Ah, ich komme nicht durch. Ist auf jeden Fall cool, dass er mitkommt. Ich habe auch absolut nichts dagegen. Ich wollte ihn einfach nur darauf hinweisen, nicht, dass er was dagegen hätte. Aber scheinbar stört ihn das auch überhaupt nicht. Das finde ich sehr schön. Erleben wir jetzt zu zweit das Ende dieser Geschichte vorher. Ich habe den Treffpunkt erreicht, aber Kate kämpft immer noch mit dem Teleporter. Ich kann ballern oder reparieren, aber nicht beides gleichzeitig, weil die mir gerade den Arm abgeschossen haben. Kate, wir brauchen diesen Teleporter. Wir können die Position nicht mehr lange halten. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen deine Hilfe, Hüter. Ja, kriegt ihr natürlich. So, wir müssen weiter nach oben. Reisende. Goll muss einen Weg gefunden haben, das Licht des Reisenden anzuzapfen. Das ist die einzige Erklärung. Hüter, wir müssen ihn aufhalten, wenn er das Licht an sich reißt. Dann ist alles verloren. Hüter gefallen. Nein! Wiederbeleben, komm. Sehr gut. Ich bin ja nicht so für diese Springscheiße. Nein! Oh Gott, ich bin so doof. Das werde ich jetzt nochmal neu machen müssen.
Kühlschranktüte gefallen. Oh Mann. Nein! Hör auf! Was ist da los? Off! Fuck! Ja, Profis bei der Arbeit. Auf jeden Fall. So, nochmal. Ich komme immer weiter nach. Alter, ich raste gleich aus, Mann. So, können wir nochmal bitte. Komm. So, wo was? Oh, noch weiter hinten ging er wohl nicht, ne? Oh, ich raste aus. Ich komme hier nicht hoch. So, können wir jetzt wieder. Mann, ey, alles normal. Das ist echt ein bisschen ätzend. So, da bin ich wieder. Moin. So was Blödes. So, wo muss ich jetzt? Darüber muss ich. Oh Gott. Ja, das kann ja nichts werden. Okay. Okay, jetzt will er dahin. Das schaffen wir doch, oder? Oh Mann. Diese Jump-and-Run-Dinger sind echt nicht so meins. Kann ich hier irgendwo längs? So. Hier vielleicht? Ja. Jetzt schießt er mich da weg, ey. Leck mich doch. Mann. Ah. So, wieder Einstieg. Mann. Ist er gefallen? Er ist auch wieder gefallen. Im wahrsten Sinne wahrscheinlich. So, komm hier. Scheiße. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So, mit dir auch. Komm. So. Das schaffen wir noch. So, ich versuche jetzt auch wieder vernünftig zu moderieren. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Sprungscheiß mehr. Oh, natürlich. Aber wer hätte es anders erwartet? So, komm darüber. Sehr gut. Hört auf zu schießen! Wer, ich oder die Gegner? Hi, Cora. Den Sprung schaffen wir nicht. Nur du allein kannst es schaffen. Rette den Reisenden. Das war ja ein interessanter Ritt. Weiter geht's. Unentwegt auf der Kurs, Rettung der Welt. Näher können wir dich nicht an den Reisenden bringen. Sei mutig. Du kämpfst für uns alle. Na komm doch. So. Immer weiter, immer weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. So. Wir sind bald auf dem Höhepunkt unserer ganzen Vorbereitungen. Ich freue mich richtig. Und ich hoffe, ihr auch. Es ist ein, glaube ich, ein sehr denkwürdiges Finale wird es werden. Okay. So, erstmal hier ein paar Sachen aus dem Weg räumen. Weiter geht's. Okay. Tanzen wir erstmal eine Runde.
Sehr schön. Gut, dass du mitmachst. Finde ich sehr, sehr angenehm. Ah, traumhaft. Das kann nicht. Bin so gespannt, was das wird. Besiege Gaul. Wie passend, dass dein Reisender dich wieder zu mir schickt. Sieh mich an. Dominus der Rotlegion. Auslöscher von Sonnen. Vernichter von tausend Welten. Richter von Göttern und Bezwinger des Lichts. Ich bin Gaul. Ich verstehe jedes Mal, ich bin Gott. Und wurde zur Legende. Und ich werde die Legende jetzt auslöschen. Das wird gut. Ja, dann wollen wir mal. Du entkommst mir nicht nochmal. Dein Reisender hätte mich spielen sollen. Und jetzt ist es zu spät. Blicke auf deinen toten Gott. Er rettet die Menschheit nicht mehr. Ich bin Gott. Ich nehme, was mir gehört. Ja, das kann sein. Aber das wird nicht ewig halten. Na, komm doch. Komm nicht raus, okay. Auf zum Schild. Ich brauche mehr. Alter. Der dreht aber auch ein bisschen ab. Der Typ. So, weg. Wollen wir mal gucken, dass wir nicht gleich sterben? So, sehr schön. Gut. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Deinen Reisenden hast du enttäuscht und deine Stadt sterben lassen. Ja. Gib auf! Du hast nichts, wofür du kämpfen kannst. Nichts, wofür du sterben kannst. Das sehe ich anders. Okay, er ist wieder immun. Er geht jetzt bestimmt wieder da rein und macht irgendeinen Scheiß. Oh, meine Lieblingsgegner, Phalanxen. So. Das Licht. So. Oh, cool. Danke. Das war eine mächtige Attacke. Oh, ich habe ein Engramm gefunden. Komm her. Ich bemitleide dich. Ich bemitleide dich. Und Würde sind dir fremd. Nein, das stimmt nein. Nicht. Nein! Yes! Und wir haben ihn besiegt. Reisender,
Siehst du mich jetzt? Ich bin unsterblich. Mein Gott! Du hast versagt. Ich bringe ein neues Zeitalter. Das war doch ein großartiges Finale für diese Geschichte. Und danke an dieser Stelle Mr. Exotics für die Hilfe. Das hätte wahrscheinlich alleine ein witziger Sterbemarathon gewesen sein können. Und wir haben es geschafft. Sehr, sehr cool. Das Licht lebt überall, in allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen, doch das Licht findet seinen Weg. Sehr schön. Der Reisende hat zurück zu seiner alten Kraft gefunden. Wir sind auch zurück dort, wo wir hinwollen. Und jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ich werde das aber wahrscheinlich eher offscreen spielen und hiermit erstmal das Let's Play bis hierhin beenden. Aber, das muss ich dazu sagen, ich werde, sobald ich Forsaken habe, natürlich weiterspielen und euch die weitere Story-Missionen zeigen. Und ich persönlich finde, das ist ein unglaublich tolles Spiel. Und es macht einfach mega viel Spaß. Und es ist ein Feuerwerk an Effekten und eine tolle Story, ein tolles Aussehen, die Artworks sind super, die ganze Szenerie, die Stimmung, die Musik, es passt einfach alles wunderbar zusammen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und ich bedanke mich nochmal bei Mr. Exotics für die Hilfe. Ich bin hellauf begeistert und werde dieses Spiel wahrscheinlich suchten bis zum geht nicht mehr. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn es weitergeht oder in einem anderen Let's Play. Danke dafür. Viel Spaß mit den Credits.
Und nochmal ein kleines Nachwort. Also vielen Dank an Blizzard, dass ihr uns Spielern dieses Spiel geschenkt habt. Und ich freue mich sehr darauf, Forsaken zu spielen. Dieses Spiel wird eins meiner absoluten Lieblingsspiele sein und bleiben. Und ich kann nur jedem empfehlen, zockt es selber mal. Und hier die After-Credit-Szene.